Unternehmensführung. Was ist Unternehmensführung? Warum ist es so wichtig? Und selbstständig sein am Anfang und dann ins Unternehmertum kommen, das sind so gewisse Themen, die einem im Lauf seiner beruflichen Laufbahn als selbstständiger Unternehmer, Immobilienunternehmer eben ja, begleiten. Und genau darüber möchte ich heute mal so meine Gedanken teilen. Wir fangen meistens an, wenn wir nicht in einen gewissen Lebenszyklus aufgrund unserer Familien kommen, dass wir Betriebe eben übernehmen. Und dann werden wir am Anfang eben selbstständig. Wir haben eine Idee, wir haben eine Vision, wir wollen ins Immobilienbusiness einsteigen. Wir suchen uns so eine gewisse Assetklasse raus, die wir bedienen wollen. Bei mir war es damals die Grundstücksparzellierung. Und dann fängst du an und du merkst eben, dass gewisse Aufgaben auf dich zukommen. Du musst schauen, die Herausforderung Steuern zu steuern, dass du eben hier deinen Pflichten als Bürger eben auch nachkommst. Du fängst an, Arbeitsabläufe zu machen, du fängst an, Bürokratismus zu bewerkstelligen. All diese Dinge, neben dem, dass du dich auch darauf konzentrieren musst, eben Umsatz zu generieren. Und wenn man sich heute bedenkt oder heute weiß, dass 83% des deutschen Mittelstandes nicht mal 1 Million Euro Umsatz im Jahr eben macht, dann ist das kein Wunder, weil die meisten Menschen sich hier nicht mit diesen Abläufen beschäftigen und dann auch immer dieser Glaubenssatz kommt, Mensch, Mitarbeiter sind schlecht, Mitarbeiter gibt Chaos. Ja, ist auch richtig, wenn du eben nicht weißt, wie es geht. Das heißt, du fängst an als Selbstständiger, du bist am Werkeln, am Machen, am Tun, voller Euphorie und dann kommen so diese, ja, diese ganzen Caps, diese ganzen Probleme über dich drüber und jetzt weißt du gar nicht, was du anfangen sollst, wie du es machst, dass du dann auch zum Unternehmer reifst. Weil Unternehmer wird man nicht geboren, das ist eine Entwicklung. Ich beschreibe das immer so, wenn man Kinder hat, dann ist es auch nichts anderes. Ein Kind kommt zur Welt, dann muss man es am Anfang verpflegen, man muss es wickeln, dass es auch sauber bleibt, all diese Dinge. Irgendwann fängt es an zu laufen, zum Sprechen, geht in die Schule, die ersten Glaubenssätze kommen und so entwickelt man sich. Und genau das ist das, was auch Unternehmertum ist. Unternehmertum hat gewisse Gesetze. Ein Unternehmen baut man immer gleich auf und Unternehmertum kann man lernen. Man wird nicht geboren, man lernt es und man muss diese Gesetze des Marktes und des Unternehmertums eben können. Weil Wachstum, Unternehmertum geht eben nur einher mit Mitarbeitern und Mitarbeiter zu führen ist eine der wichtigsten und schwersten Aufgaben, die ein Unternehmer eben hat. Also nochmal zurück, du bist Selbstständiger, du entwickelst dich, du meisterst diese Herausforderungen, du weißt, wie man ein Unternehmen so langsam in die richtige Richtung entwickelt, du bist bereit, Mitarbeiter eben auch einzustellen und jetzt stelle ich fest, bei der Mitarbeiterführung, da wird es immer ganz, ganz schwer und woran liegt das? Die klare Antwort gleich vorneweg, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das heißt, wenn du als Chef, als Selbstständiger, der am Anfang ja alles selbst und ständig gemacht hat, nun abgeben musst, das musst du zum einen mal lernen, auch abzugeben zu können und zu delegieren, weil du wechselst ja jetzt das Spielfeld. Du warst aktiv im Unternehmen, jetzt willst du am Unternehmen arbeiten, du willst Unternehmer werden. Und ja, wie mache ich das und welche Aufgaben kommen da jetzt auf mich zu? Und das ist halt was ganz anderes, wie wenn du anfangs selbstständig bist. Und das wiederum, deswegen schaffen die meisten auch nicht, diese 1-Million-Euro-Hürde eben zu knacken. So, jetzt stellst du Mitarbeiter ein und am Anfang kannst du ja alles noch über den sogenannten Flurfunk regeln. Das heißt, du siehst deinen Mitarbeiter täglich im 1:1, weil es dein erster Mitarbeiter ist. Ihr sitzt in einem kleinen Büro gegenüber und könnt alles immer direkt beantworten und kommunizieren. Jetzt wird es aber irgendwann schwieriger, weil dein Unternehmen wächst, neue Herausforderungen kommen und jetzt musst du dein Unternehmen ja sauber skalieren, aufstellen, mehr Mitarbeiter, andere Büroräumlichkeiten. Das heißt, diese 1:1 Kommunikation über den Flurfunk geht flöten. Daher werde ich oft immer gefragt, ab wann macht es denn Sinn, ja, eine Unternehmensstruktur aufzubauen, ein Unternehmertum eben auch richtig aufzusetzen, damit es dann hinten raus flutscht. Und meine Antwort darauf ist, gleich am Anfang an. Auch wenn du nur einen Mitarbeiter hast, gewöhne dir diese gewissen Spielregeln an, nämlich eine Unternehmenskultur aufzuerlegen. Wofür steht denn überhaupt das Unternehmen, damit Mitarbeiter wissen, wenn sie da täglich reinkommen, was passiert denn in diesem Unternehmen? Was sind die Aufgaben? Womit verdient das Unternehmen Geld? Und was sind die Spielregeln? Eine Unternehmensphilosophie ist dann das Zweite. Bei uns zum Beispiel heißt das,
Ja, miteinander. Wir sind den ganzen Tag im Unternehmen. Wir verbringen mehr Zeit mit unseren Kollegen wie mit unseren Lebenspartnern. Auch das ist ein, glaube ich, normaler Lebensablauf. Und jetzt musst du als Unternehmen eben als Unternehmer die Philosophie deinem Team geben. Bei uns heißt das immer auf Augenhöhe kommunizieren, miteinander, immer im Sinne der Firma. Keine hierarchische Führung bei uns. Ja, wir haben Abteilungsleiter, aber es ist nicht so, dass der Chef oben steht und unten stehen die Mitarbeiter und die sind Befehlsempfänger. Nein, sind sie nicht. Ganz andersrum. Bei uns steht der Chef unten, der hat sein Team davor und wir haben alle die Aufgabe, oben den Kunden unser Produkt zufriedenstellend zu verkaufen. Das ist unsere Unternehmensphilosophie. Ziele. Wenn du Unternehmertum hast, möchten Mitarbeiter auch wissen, warum sie ins Unternehmen gehen und nicht einfach in der Früh sich reinsetzen, 8 Stunden abdoktern, irgendwas machen und dann innerlich schon kündigen, weil sie gar nicht wissen, warum sie das überhaupt tun. Ein weiterer Punkt, ein Organigramm, um auch zu sehen, wer ist für was im Unternehmen zuständig, wo kann ich denn als Mitarbeiter hingehen und das zusammen eingepackt in eine Stellenbeschreibung ist das Fundament. Nämlich, wenn jede Stelle im Unternehmen beschrieben ist, was die Aufgaben sind, dann gibt es auch keine Ausreden, weder für dich als Chef, der das Unternehmen ja zum Schluss verantworten muss, noch für den Mitarbeiter. Ganz im Gegenteil, es ist ein Werkzeug für den Mitarbeiter, dass er sich wohlfühlt, dass er auch weiß, was von ihm erwartet wird. So, und jetzt kommt dieses Unternehmertum ins Spiel. Wenn du das Fundament gebaut hast, dann ist es eine Leichtigkeit, ein Unternehmen zu führen, es ins Wachstum zu bringen, weil ja alles geklärt ist. Jetzt kommt aber das Thema Mensch ins Spiel. Wir Menschen, da menschelt es immer, weil wir haben ja alle andere Interessen, andere Glaubenssätze, andere Warums. Und wir haben hinten dran, wenn man noch weiß, Lebenspartner, ein privates Umfeld, was auch immer stehen, die ja uns massiv in den Glaubenssätzen unbewusst beeinflussen. Und wenn ich das als Unternehmer, als Chef weiß, dann muss ich einen Rahmen für mein Unternehmen schaffen, damit die Spielregeln ganz klar sind. Ich zum Beispiel gehe nie in eine Mitarbeiterdiskussion, wenn ich nicht weiß, dass ich zum Schluss ja, überzeugen kann durch Qualität, durch Führungsqualität, dass ich Recht habe. Nicht, weil ich rechthaberisch sein will, sondern weil sonst ja, mein Gesicht als Chef, als Verantwortlicher vom Unternehmen ja irgendwo ja, unglaubwürdig ich werde. Ich glaube, so sagt man es. Ja, unglaubwürdig, ja genau, so heißt das. Und deswegen, wenn ich merke, oh, der Mitarbeiter gegenüber, der wird Ausreden finden und ich kann es aber nicht wasserdicht machen, weil die Stellenbeschreibung nicht passt, weil das Organigramm nicht passt, die Philosophie, Kultur, dann meide ich diese Diskussion, tue hinten dran alles wieder besser glatt ziehen, weil zum Schluss muss man ja noch Prozesse aufsetzen. Wie ist der Workflow in einem Betrieb, in einer Abteilung? Und Prozesse ist das unumgänglichste und wichtigste in dem Unternehmertum. Und wenn ich das alles verstanden habe, wachse ich automatisch vom Selbstständigen in das Unternehmertum, besetze eine andere Position, habe meine Werkzeuge an der Hand, alle wissen, wofür wir das tun. Wir bauen Fließbänder, wir bauen immer wiederkehrende Abläufe, weil auch das ist ein erfolgreicher Unternehmer. Er baut Fließbänder, ein Unternehmen, was immer wiederkehrend die gleichen Dinge tut. Die meisten Unternehmen, die es nicht schaffen, über 1 Million Euro Jahresumsatz zu machen, die rennen genau in die andere Richtung, die machen das nämlich umgekehrt. Die laufen dorthin, wo sie gerade Umsatz riechen. Das hat zur Folge, dass es kein skalierfähiges Business eben ist, weil ja Folgendes passiert. Wir machen heute das, wir machen morgen dies und übermorgen jenes. Wie soll denn dort ein Team, ein Mitarbeiter wissen, was er zu tun hat? Und wenn dann das Fundament auch nicht passt, ja, dann sind das eben die Ergebnisse. Daher, Unternehmertum kann man lernen. Unternehmertum ist ein, ja, einfach ist, wenn man weiß wie und es geht eigentlich schneller, wie man denkt. Ich hoffe, du hast all diese Dinge in deinem Unternehmen schon implementiert, weil das ist der Punkt, warum die meisten eben nicht über 1 Million Euro Umsatz generieren. Plus, dass natürlich die Work-Life-Balance unter diesem Gesichtspunkt ja extrem schwer wird. Work-Life-Balance meine ich, wie fühle ich mich wohl, wie ist mein innerlicher Druck, muss ich am Monatsende schauen, die Löhne zu zahlen, kann ich überhaupt mein Gehalt zahlen, habe ich Geld zum Investieren, all das gibt irgendwie Schwierigkeiten und das Leben ist zu kurz, um sich diesem Druck auszusetzen, daher denk drüber nach, ob du da vielleicht das ein oder andere mitnehmen kannst und bei dir im Unternehmen einziehen kannst.